So, sie bleibt jetzt so machen. Hier findet gerade eine richtige Hetzdemo statt gegen die AfD. Die grölen hier. Ich will nicht sagen, an was für ein Jahr mich das erinnert, weil dann kriege ich Ärger. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht normal. Ja. So. Unglaublich, ey. So. Ich will das nur mal beobachten, ein bisschen hier. Hallo, wo willst du hingehen? Ich will nur mal beobachten, nur mal ein bisschen filmen. Mehr will ich nicht. Ich will auch den Stunk und den Ärger. Ich wollte das mal so okay, vom Rand. Hier ja, den ja. Bereich frei halten. Alles gut, mache ich. Danke. Also hier sieht man mal, wie die Leute jetzt hier instrumentalisiert werden. Ja. Hier. Das ist jetzt, sind die letzten Atemzüge hier, damit sie hier dass die AfD Stimmen verlieren. Das sind die letzten Atemzüge hier. Ja. So kann man das auch nennen jetzt hier. Ganz schlimm hier. Es ist echt traurig. Aber die vergessen, dass am meisten die AfD angegriffen wird. Das vergessen die. Ja. Ihr werdet euch morgen umgucken. Weil das hält die Leute auch nicht ab. Und was ist mit Michael Stürzenberger? Über den wird gar nicht mehr gesprochen, da wird gar nichts mehr erzählt drüber. Und wo sind die deutschen Fahnen hier? Die vermisse ich auch ein bisschen, so ehrlich. Das ist echt traurig. Ich hätte mir die Demo ja gar nicht genehmigt. Unglaublich hier. Naja, da kann man mal den Hammelhaufen beobachten, hier so ein bisschen hier. Die Grünen, ey, das erinnert mich an einem Jahr. Das erinnert mich ganz toll an 1900. Und da haben sie auch in den letzten Atemzügen noch alle gegrölt. 100.000. Ach, guck mal an. SPD ist dabei, Linke sind dabei, Antifa bestimmt auch. AfD-Hasser sind sowieso dabei hier. Also guckt euch das mal an hier, das Theater hier. Ist echt traurig. Ja. Unglaublich. Kannst du nicht mehr zu sagen. Die ganzen Schreihälse sind hier. Und das nutzen die Altparteien aus. Das sind ihre letzten Atemzüge hier. Die Altparteien ihre Atemzüge letztens.